Hallo Fans der angewandten Forschung. Mein Name ist Vince Ebert und an dieser Stelle berichte ich über die spannende Welt der Produktionstechnik und der Automatisierung. Von A wie Assistenzsysteme bis Z wie Zerspanung ist kein Thema vor mir sicher. Bühne frei für Innovationen. Made in Stuttgart. Ich glaube an das Pferd. Das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Das sagte Wilhelm II. Anfang des 20. Jahrhunderts. Henry Ford war da schon ein bisschen visionärer. Der sagte, ich möchte ein Auto für die gesamte Gesellschaft bauen. Und diese Vision ist ja bekanntlich Realität geworden. Derzeit erfindet sich das Auto sogar noch einmal neu. Stichwort Elektromobilität und autonomes Fahren. Damit einher geht natürlich auch die Produktion. Und genau da setzt die Arena 2036 in Stuttgart-Vaihingen auf dem Campus der Universität Stuttgart an. Unterstützt wird das ganze Vorhaben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Man kann sagen, hier wird in Zukunft Geschichte geschrieben. Auf rund 10.000 Quadratmetern forschen Wissenschaftler und Unternehmer gemeinsam an Themen wie integriertem Leichtbau, digitalen Prototypen und vernetzten Systemen. Das Schlüsselwort heißt Kooperation und Austausch. Wissen haben und Wissen erweitern. Erfahrungen sammeln und weitergeben. An einem Ort der kurzen Wege, hier auf diesem Forschungscampus. Das bringt Dynamik und Geschwindigkeit. Und so entstehen aus neuen Ideen neue Produkte. Und das Fraunhofer IPA ist als Wissenschaftspartner mit an Bord. Beim Thema wandlungsfähige Fahrzeugproduktion geht es um nichts Geringeres, als die Herstellung des Automobils von Band und Takt zu entkoppeln. Dabei werden voll flexible und hochintegrierte Produktionssysteme geschaffen. Klingt einfach, ist aber ziemlich schwierig. Aber das Fraunhofer IPA und deren Partner bringen natürlich beste Voraussetzungen mit, um diese Aufgaben zu lösen. Zwei Beispiele gefällig? Durch diese Simulation testen die Wissenschaftler bereits am Prototypen, wie eine eventuelle Innenausstattung aussehen könnte. Das sieht total echt aus. Wahnsinn! Durch diese Simulation wird die Produktion erlebbarer und die Wissenschaftler können alle am selben Modell arbeiten. Deins ist meins. Science Fiction made in Stuttgart. Gemeinschaftlich wird auch an kollaborativen Robotern gearbeitet, die flexibel im Raum angeordnet werden können. Denn die Produktion muss wandlungsfähiger werden. Der Roboter wird hier sozusagen zu einem guten Kollegen. Die Produktionstechnik wird intuitiver und reagiert sogar auf die Bedürfnisse des Menschen. Oh, schon wieder Mittagspause. Zeit für einen Break. Einen Brezel-Break. Tja, die erfinden also hier nicht nur das Auto neu, sondern auch die Brezeln. Tja, dann brezel ich einfach mal los. Tja, wieder eine Innovation, die begeistert und unser Leben bereichert. Zukunft, du kannst kommen. Wir sind bestens vorbereitet.